viel. Ja, nein, ich nehme sehr viel auf. Und ich sage zu den Leuten immer, bitte nehmt es zum Meditieren, schaut sich diese Granulozyten aus. Ja, schauen Sie sich das an. Nicht? Sie sehen Ihr Immunsystem in der Arbeit. Schauen Sie, wie der sich durchkämpft. Der tastet jetzt alle ab. Der kontrolliert, sind die sauber. Wenn er was Unsauberes findet, dann zerstört er es. Ja, und das ist jetzt quasi eigentlich Hier, überall, da ist die ja, nächste der Herrin. nächste. Aha, Die okay. nächste Herrin, ja. Und das sind quasi für Sie diese wichtigen Bilder. Da sehen Sie Ihr Blut in der Arbeit. Wunderschön, Und alles. Sie sehen jetzt da quasi, warten Sie, gehen nur weiter zurück, wir sehen da quasi im gesamten Kamerabild da jetzt 6, 7 Immunzellen, ja, die trotz Bestrahlung, die trotz Operation, die trotz Schwächezustand und so weiter arbeiten wie verrückt. Ja. Gleichzeitig sehen wir relativ membranstabile Erythrozyten, weil sie so viel Leinöl nehmen. Sind super und membranstabil. Wir sehen da sozusagen quasi die fleckweisen entzündlichen Reaktionen durch eingeschwemmte Bakterien, entweder aus dem Darm oder von Wurzelbehandlungen. Und wir sehen doch relativ deutlich den Zerfall der Erythrozyten. Da ist er besonders deutlich, ja, mit den Händchen in den Körperchen, die sich da ausbilden. Also das ist oxidiertes Hämoglobin, wie wir es ganz typisch sehen bei allen Tumorpatienten. Das ist also das stärkste Zeichen für einen Tumorpatienten. Trotzdem, es ist wunderschön, das Immunsystem in Ordnung zu sehen. So schön, wie Wahnsinn, so beweglich. Wie die durchkratzen. Die tragen eine andere Färbung ein. Dann kommt dann nämlich stärker raus. Jetzt. Jetzt sehen Sie es besser, gell? Ja, wenn Sie jetzt erst da gut gesehen haben. Ja, aber da waren sie überstrahlt, nicht? Aha. Und jetzt sieht man es sozusagen quasi. Extrem schön. Ja. Mit dem Bild gingen sie in die Einschlafphase. Das Aha. sind die Immunzellen, die ihren Krebs vernichten. Okay.